Guten Morgen. Hast du eine Absage? Ja, habe ich. Habe ich ihm abgesagt, ne? Kommt trotzdem. Verstehe, ist ja auch gut. Habe ich mir gewundert. Nein, er fährt doch zu seinem Vater raus heute und dann möchte er ja. Er will sein Kletterzeug mitnehmen nach Müggelheim. Und das liegt unten im Keller bei uns. Dann habe ich gesagt, dann tu mir den Gefallen, komm irgendwie so vorbei, dass wir nicht mitten am Vormittag, sondern irgendwie so früh. Dass wir noch ein bisschen Vormittag haben und nachmittags sind wir ja bei Tina. Kaffee. Das Mama, Prost. Prost. Prost, Tommy, guten Morgen. Moin. Weil sie keine Lust hatte, zu putzen. Mann, wir warten hier auf Dennis und Dennis kommt nicht. Er ist direkt zu seinen Eltern gefahren, hat er geschrieben. Aber das habe ich jetzt auch nur durch Zufall gesehen, weil meine Tochter Geschrieben hat? was sich an den Klingeltönen zu schaffen gemacht hat. Welche? Wie man Mama. laut und leise gestellt. Naja, er meinte. Jahre. Boah. Mann, ich Hallo. Los. Einzimmer im Bett. Ja, so mein Zimmer. Nur mein Zimmer. Was hast du denn? Nein, mein Zimmer. Ruben. Mein Zimmer. Du schaffst sogar mein Hochbett sogar. Ja. Er hat gestern repariert. Art Deco. Hab ich nicht gesehen. Er hat gestern repariert, das Ding. Und dann sagt er zu mir, gib mir 20 Euro. Ich sage, ja, gerne. Ey, wisst ihr, ich habe ja manchmal das Gefühl, das ist mir schon teilweise unheimlich gekommen. Oh, was haben wir gekauft? Zuckerdose. Wie hast du wieder was zum Kaputtmachen? Wieso ich? Wie, wieso du? Sag, was hast du denn? Du hast ja die Zuckerdose, hab ich dir geschenkt und was hast du gemacht? Die ist doch schon kaputt. Brauchst du nicht kaputt machen. Die ist nicht kaputt, die ist leicht angeschlagen. Aber das ist wirklich ganz leicht. Also das, ne? Ah! Scheiße, mein Ohr! Ah! Mann! Wie so eine Krähe! Ah! Oh. Was ist los jetzt auf einmal? Ne? Komm mit. Blumen, Denkert. Blumen, Stempert mit mir! Hallo, schreit! Nicht schlecht. Hast du gut? Impressionator. Impersonator. Ne, wie sagt man? Schauspieler. Was machst du eigentlich als nächstes Video? Was bastelt uns Januk als nächstes? Nochmal ein Aquarium. Nochmal ein Aquarium. Ein Aquarium. Bastelt man denn ein Aquarium? Ist das mit Wasser? Kannst du dir mal zeigen, was Nein. du machst, was für Tiere? Ein Trockenaquarium. Wow. Das habe ich gesehen, ja. Tatsächlich, hat sie mir gestern kurz gezeigt, ne? Das sieht toll aus. De facto ist, wir gehen jetzt frühstücken. Beim Bäcker. Los, geh ich mein Schärfinger gut weg. Wir sind hier im Bäcker und wir essen gleich. Das Essen muss erstmal warm gemacht werden und gekocht werden. Oder und das ist mein Pinguin. Bitte, Vater und Mama. Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine Frau hat jetzt einen Instagram-Account. Nee. Motherfucker! Darf man natürlich nicht sagen. Füge ein Profilbild hinzu. Marlies, gib dein Handy her. Ja, schmeiß da. Schlapp, schlapp. Schlapp, schlapp. Profilbild kommt natürlich von meinem Hintern. Auch ein schönes Arschbackenfoto. Da kannst du natürlich machen. Gut, Instagram, wir haben uns verbunden, auf alle Fälle irgendwie funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir kriegen das schon hin. Wollen wir sehen, was Marlies gemalt hat? Ja, wir schauen uns das an. Wow. Hast du das gemalt? Warst du das? Bist du stolz? Ich will aber das. Es hat ein paar Fehler. Ja, du hast ein paar Fehler, das stimmt. Aber die haben nichts mit Malen zu tun. So, jetzt machst du gleich mal den ersten Post auf Dings, auf Instagram. I like drawing. You draw too. I like drawing. Was haben wir hier? Habe ich hier noch tatsächlich in dem Schminkkoffer von Madame befindet sich so Puder in Tütchen. Ja, kannst ja mal drauflesen, was da steht.
Dann weißt du, was das ist. Ich bin sehr erschüttert, weil ich bin ja total anti. Das ist Körperpuder. Kokain. Da fallen ihr die ganzen Tütchen auf einmal runter und sie ist ganz schnell dabei, das aufzuheben. Was ist denn da los? Ja, aber dann die nicht auskippen. Das ist Puder. Das ist Puder. Sieht doch wirklich schlimm verdächtig nach so was. Stell dir mal vor, du rennst damit auf die Straße rum. Das ist eine Probe. Ja, aber stell dir mal vor, du rennst damit auf die Straße rum, kommst in eine Polizeikontrolle. Was haben sie denn da, junge Frau? Also ich meine, das riecht natürlich auch nach Parfüm total. Mhm. Körperpuder Blue Number One Probe. Du hast denn die hier, so viele? Das ist so eine Packung, kann man so mit Proben kaufen. Ich wollte mir sowas für den Sommer holen und da ich nicht weiß, welcher Duft riecht. Packen die das in so einen... Die Drogentüten ein. Jetzt riecht man noch, dass das Puder ist. Oh, Kokain mit Parfüm, geil. Dann trocknen die Hörner aus. Das ist ja sowieso schon, das ist ja eh fertig. Sehr verdächtig, Marley, sehr verdächtig. Ja, ich weiß. Kannst dich ja mal in den Park stellen damit und sagen, hey, willst du einen Gramm kaufen? Ich meine, du sagst ja nicht, was das war. Körperpuder. Ist ja eher halt Puder. Steht aber drauf. Körperpuder. Machst du Gramm, machst du billig, machst du 30. 30 ist billig? Ja, ich glaube ja, ich glaube, ein Fuffi kostet ein Gramm. 50 Euro? Ja, deswegen sind es ja alle so. Manche brauchen 2 Gramm am Tag. Die Hartstoffels. 100 am Tag. Und das ist noch nicht mal gute Zeug hier. Dann haben sie nicht mal was gegessen. Und dann ist nicht mal. Oh, auf nüchternen Magen, das geht nicht. Dann macht sich die Mutti gleich wieder Sorgen um die Ernährung. Gott sei Dank haben wir damit nichts zu tun. Ey, ich hasse das wie die Pest. Wie weit sind wir denn hier mit Produzieren? Ah, das dauert ja noch 16 Minuten noch. Dann ist das Video fertig. Gucken wir mal, was die Kleine macht. Was machst du? Bist du kreativ tätig? Das ist die Droge des Kindes von heute. Danke. Zucker, sowieso die größte Droge, wissen wir ja. Sagt ja Alex ja auch immer. Hat er recht. Ohne Zucker können wir alle nicht. Ich sterbe, wieso? Hast du Überdosis Körperpuder genommen? Ach du Scheiße, hier ist eine richtige Wolke. Ja, das reicht. Puh. Ah, ist das Schlimme, ey. Voll die Chaos-Bande. Ich hasse sowas. So, na gut, okay, wir fahren. Ja, heute ist jetzt 0 Uhr. Oder so, wa? Der Geburtstag ist vorbei. Schließe jetzt. Ich schneide heute nicht mehr, das mache ich morgen. Ich lade morgen hoch. Und wir sehen uns morgen. Schlaft gut. Ihr habt nichts Aufregendes zu berichten heute. Wir saßen da und haben Schwein gegessen. Es war lecker. Weiter gibt's nichts zu sagen. Also bis morgen. Ciao.